Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Studios in einer neuen Folge Overwatch. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal. Und diesmal möchte ich mich mal ein bisschen um Junk Red kümmern. Junkrat sieht im Original so aus. Und ich habe hier schon einen Charakter freigespielt, ein bisschen grün. Und zu seiner Bewaffnung, er hat einen Granatenwerfer, mit dem er so kleine Kugeln schießt, die dann rumploppen und explodieren. Als zweites hat er eine Fernzündemine. Damit kann er sich entweder selber in die Luft katapultieren oder die liegen lassen, hoffen, dass jemand reinrennt und dann wird sie gezündet. Ist ein bisschen schwieriger, würde ich sagen. Deswegen lieber zum selbst in die Luft katapultieren geeignet. Dann hat er noch seine Stahlfalle. Ich lese das hier so gerade ein bisschen ab, ne? Auswendig weiß ich das auch alles nicht. Damit hat er so ein. Ja, wie soll man das beschreiben? Wie so eine Bärenfalle, ne? Mit Zacken, der Gegner läuft rein, du kannst ihn in Ruhe beschießen, bis er drauf geht. Er kommt da nicht weg, aber schießen kann er immer noch, ne? Darf man nicht vergessen. Dann hat er eine tolle Fähigkeit, wenn er verreckt, hinterlässt er so ein paar Sprengteufel. Sprich, wenn du dann reinrennst, kannst du auch noch mit drauf gehen und dadurch hast du auch noch den Kill bekommen. Als ultimative Waffe hat er den Kamikaze-Reifen, der sich so dreht, den man selber steuern kann in die Gegnergruppe rein. Den hat er hier auf dem Rücken und dann lässt man ihn manuell explodieren oder ich glaube, die Zeit läuft ab, dann explodiert er auch. So viel zu ihm. Jetzt gehen wir jetzt hier mal zurück und suchen uns mal wieder ein schnelles Spiel, um ihn zu testen. Testen könnte ich ihn auch im Training, aber im Spiel macht es einfach mehr Spaß. Und ich habe ihn ein, zwei Mal schon gespielt, muss ich dazu sagen. Lief so lala, aber. Ne? Ankunft beim Lijiang Tower. Ja, das könnte sogar eine gute Map dafür sein. Ein bisschen offen, viel Platz. Machen Sie sich bereit zum Angriff. Danke. Das ist auch übrigens ein defensiver Bauer. Hier haben wir nochmal seine Charaktere. Die Ulti. Schwierigkeit 2. So, jetzt noch ein Tank unten. Unterstützer und alles ist gut. Da haben wir den Unterstützer. Und da haben wir den Tank. Perfekt. Eigentlich, oder? Gutes Team. Sollte eigentlich gut gehen. Heute ist ein guter Tag. So, hier nochmal die Waffen. Die Blockkugel. Die Tretmine, also die Fangzähne. Und die kann man dann mit der rechten Maustaste auslösen. Bam! Passt und man kriegt selber keinen Schaden. Das ist halt das Gute daran. Nur leider kann man keine Endziel-Schüsse abgeben, sprich, man muss immer ein bisschen vorrutschen. So, wir flutschen mal hier mit hoch. Einfach rein damit, immer mitten in die Masse. So. Immer, jawohl, der hat gesessen. Kann man hier noch eine Mine hinsetzen? So, vielleicht kommen sie ja da durch. Ohne dass wir drauf gehen. So, da haben wir noch einen Tank. Jawohl, der hat auch gesessen. Und da haben wir auch schon unsere Ulti, das ist ziemlich cool. Da ist jemand in die Falle gelaufen, nur leider war man tot. Aber vielleicht konnten wir anders dadurch natürlich die Chance nutzen, den Kill ausführen. Gas geben, nicht los. Barriere aktivieren.
Der ist draufgegangen, das ist gut. So, wir gehen jetzt hier mal in Sicherheit und starten die Ulti. Einfach rein in die Masse. Jawohl, zwei eliminiert. Perfekt. Ach, da war der andere Tank zu schnell. Aber der war auch fast drauf. Aber so an sich läuft es ganz gut mit ihm. Nur leider hat er keinen Schnelllauf. Das ist leider schade. Mal hier, wir sind so auch im Flammen. Wenn wer weiß, was das ist, gerne mal runter dann in die Kommentare. Ich bin keine Einmachshow. Naja, heißer als sonst. Wackelt und macht. Lauter, lauter! So, ich werde mal hier. Ah. Aber zwei Ultis gleichzeitig mit zwei Tanks drin. Schwierig, ne? Ich hätte mich wegsprengen können, aber das ist auch so. Also das ist doch ein bisschen complicated. Muss ich mir mal mehr angewöhnen. Beschützt den Punkt. Komm schon, geh drauf. Jawohl. Das ist Vorsicht gegen Verkehr. Jawohl. Da, passt doch. Hey, guck mal, wir laufen richtig gut hier. Wir laufen richtig warm. Jawohl, der hat gesessen. Killstrike, Kill-Serie. Nein. Jawohl. Wo kommt der Drache? Da kommt der Drache. So, wieder ein Tank. Jawohl. Ja, passt doch. Wir halten die Stellung. Sieg! Sieg, Sieg, Sieg! So, also ihr seht, manche Charaktere liegen einem mehr, manche weniger. Der macht richtig schön Spaß, auch wenn er sehr ungenau ist. Guck mal, 19 Kills, Alter. Richtig geil. Ja, ich auch noch. Ja. Was hat er eigentlich für eine Motion? 3, 2, 1. Cool. Also auch schon die neue. Da komm. Ja, schade. Aber ihr habt es gesehen, die plopp, 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 plopp am Ende. Das ist dann die, noch die Bällchen am Ende, die Sprengteufel. So leicht werdet ihr mich nicht los. Ja, schade, keine Kills erreicht. Feindliches Geschütz war's. Ah, schade. Aber wir haben immerhin die Ulti freigespielt. Das heißt, wir haben ein bisschen Schaden gemacht. Und können so... guck mal, da ist er reingelaufen. Cool. Ich habe schon ganz andere Sachen überlegt.
Das heißt, wir gehen jetzt mal in die Nähe und starten die direkt mal. Vorsicht im Verkehr! So, na schade, der Tank hat überlebt, aber nicht viel, glaube ich. Jawohl. Okay, da ist mir ein bisschen viel los. Da hätten wir vielleicht mal das, die Ulti reinjagen sollen, statt hier oben hin. Ich hab schon ganz andere Sachen. Aber immer noch ein paar Kills, auch noch ordentlich Gold eigentlich dabei. Vielleicht halten wir das ja mal. Ah, shit. Was hat mich denn da jetzt erwischt? Das Geschütz? Ja, war klar. 10er Kills-Zeug-Serie. Ah, perfekt. Komm, das schaffen wir. Dann kann ich die nochmal losjagen. Und wir haben dann vielleicht nochmal eine Chance zu gewinnen. So. Perfekt. So. So, komm hier. Oh, jawohl. Ah, shit. Ah, 25, also haben noch mal ein paar mitgenommen. Gar nicht so verkehrt. Aber gegen die Ultis ist halt schwierig anzukommen, ne? So, ich glaube, da noch sind wir drin. Die Verlängerung läuft langsam. Ah, jetzt geht sie doch schneller, wir sind draußen. Ja, schade. Aber das heißt für uns noch eine dritte Runde mit Junkrat. So, ich gehe mal oben in die Ecke. Zack, da bin ich. Schön, wieder zu Hause zu sein. Ja, da kann ich halt leider nicht drauf schießen. Der Winter kommt dieses Jahr früher. So, ich bin gespannt. Vielleicht schaffen wir es ja. Ist auch eine schön offene Map da hinten. Wir sind auf dem Weg. Gehen alle da lang, okay. Komm, lad nach. So, komm. Jawohl, komm hier. Na, schade. Und das Ding ist... Ah, doch, ist noch jemand reingelaufen ganz am Ende. So. Ui, nee, die Roten gewinnen ja. Ist ja eklig, aber... Ja, das ist gut, das ist gut. Ich hoffe mal, wir gehen dabei nicht drauf. Ah, shit, da haben sie die kaputt gemacht. Das ist natürlich ärgerlich, das kann man natürlich immer. So, kurz mal hier ein bisschen. Und wo kommt das denn? So, ich rutsch mal hier hinten durch. Der war gemein. Gut, aber gemein. Ich weiß nicht, ob er das so gedacht hatte, dass ich da runterfalle, aber... Ich bin halt ein Spätzünder. Hohoho.
Okay, die sind alle da beschäftigt, dann rutsche ich mal hier durch. Ja, schön. Aber wir haben wieder die Ulti frei. Das ist gut. Das heißt, wir können hier wieder etwas in die Nähe rutschen. So leicht werdet ihr mich nicht los. Ui, die sind hier schon vor der Tür, oder was? Nein, Drache, Drache, Drache. Drache. Nein. Verreckt. Schade. Hat nicht geklappt, aber hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht mit dem, muss ich ja zugeben. Highlight werden wir wahrscheinlich eh nicht. Gucken wir mal. Nee. Nee, ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck gekriegt. Mit den Minen und Sätzen die Luft sprengen ist jetzt etwas schwieriger. Ah, hier, guck mal, aber wir sind immerhin mit drauf gegangen. Wir sind also im Highlight. Nur nicht so wie gedacht. Nee, also bis auf das Springen mit den Minen selber macht der richtig Bock. Und guck mal, wir haben es immerhin hier geschafft. Ich gebe mir jetzt einfach mal selber ein. Für 27 Illuminierung, was ja nicht schlecht ist, glaube ich. Und damit für mich 3 Goldmedaillen bedeutet. Soweit ich das noch richtig im Kopf habe. Ja, Bombe. So, wir verlassen das Match. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wenn ihr noch Anregungen, Tipps und so weiter habt, ruhig runter in die Kommentare. Liken, teilen natürlich nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.